Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Pioneers of Olufthown. Guck mal, ich habe Chili-Schoten. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß, ich kann es auch kaum fassen. Ich habe wieder ein bisschen auf Screen gespielt, aber nicht allzu viel hoch. Ich kann mal ganz kurz zeigen, was ich gemacht habe. Blütenwindgarten, da habe ich was ganz Wichtiges gemacht. Schaut einfach mal hin. Ich habe nämlich ein paar Gurken geholt gehabt beim Gnomenoper. Und habe die einfach mal, also zwei, also ich habe eine Gurke und die habe ich jetzt hier ausgesät und haben mir zwei Gürkchen. Und ich hoffe, dass wir jetzt relativ bald Gurken züchten können. Das wäre doch wunderbar, oder? War jedenfalls so meine Hoffnung. Wir können ja mal gucken. Wir sitzen im Steinbrechertal eigentlich momentan so aus. Nö, lass mal erstmal, ne? Wir gehen mal zurück zum Hof. Ich überlege. Wir könnten eventuell ein paar Wege nochmal legen. Das wollte ich ja schon seit Ewigkeiten mal machen und ich denke mal, heute ist der Tag gekommen, wo ich mich dann doch mal dazu bemühe. Gucken wir mal, schauen wir mal ganz kurz noch hier meine Alerts und alles aus. Ich nehme mich über OBS auf, das ist das gleiche Programm, mit dem ich streame. Ist natürlich doof, wenn da mir jemand auf Twitch folgt, während ich aufnehme und dann hier irgendwie was angezeigt wird. Das wäre natürlich doof. So, ich ganz kurz, oh, was ist denn hier alles? Ich habe auch ganz viel. Oh, es ist wieder so warm. Es ist wieder so warm geworden in Deutschland. Es regnet und es ist warm. Ich war heute auch mit Kyoto im Wald spazieren. Ich bin ich bin irgendwie fast gestorben, ne? Die hohe Luftfeuchtigkeit, die ist, das ist schon eine ganz schön fiese Sache. Oh, Luftfeuchtigkeit ist nicht schön. So, ach, ich habe übrigens auch Lauch. Ich habe Lauch. Lauch, müsste ich dann aber, denke ich, auch züchten. Wintergarten. Lauch wächst nämlich nur im Winter. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Was habe ich hier eigentlich noch? Baked Beans. Wo steht denn her? Wahrscheinlich auch von den Gnomen. Soll mal schauen. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit wieder ein bisschen was verschenken. Das ist nämlich wieder echt viel. So, Holz. Ach ja, ich war ja. So, Holz mit dem Holz. Ach ja, ich brauche jetzt Steinis. Steine hier. Da habe ich noch ein paar Wege irgendwo übrig. Hier habe ich noch ein bisschen was Steinwegiges. Nehmen wir mal, ne? Wir wollen eigentlich noch ein paar Wege erweitern. Eigentlich würde ich gerne noch hier einen Weg nach unten machen. Nur doof, dass jetzt hier das Zeug davor ist. Hä? Dann machen wir erstmal auf der anderen Seite weiter und hoffen, dass da nichts im Weg steht. So. Also literally im Weg steht. So, wir können hier noch runter. Nee, gehen wir nicht runter. Wir gehen hier runter. Runter, 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 runter. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter runter und dann gehen wir jetzt hier rüber. Genau. Und hier müsste dann eigentlich schon der Weg durch. Hier hinten lang. Das habe ich mir also schön überlegt. Gut, wir gucken mal. Ne? Ich fange einfach mal erstmal an. Erstmal anfangen. Ich habe auch gesehen, dass viele mit Zäunen auch arbeiten. Sollte ich eventuell auch machen. Die Zäune, die lockern das alles auch so ein bisschen auf. So, mal schauen. Erstmal hier. So. Reicht das? I think so. Und dann gehen wir jetzt hier rüber. Dass wir hier schon so weit vorarbeiten, wie es nur geht. Dass es ja alles so ein bisschen Form auch annimmt, ne? So. Dann können wir die auch gegebenenfalls auch ein bisschen umlegen dann noch. Umlegen. So, ja. Oh, wie viel mache ich mal? Ich mache mal 50 Stück erstmal. Ich habe eh mehr als genug. So. Genau. Dann bauen wir das erstmal alles schön hin. Was kann ich auch, ob ich momentan noch so viele von den Saatdingern brauche? Könnte ich theoretisch auch erstmal abbauen, ne? Oh, das geht natürlich jetzt hier voll rein, ne? Vielleicht gehe ich doch mal noch eins weiter runter. Upsi! Dann gehen wir noch eins runter. Muss noch ein bisschen umbauen. Sonst crash ich oben zu sehr in meine Pilzfarm rein. Das möchte ich natürlich auch nicht. So. Kann die nicht platziert werden und ob das platziert werden kann, Bro. So. So. Alles klar. Und die machen wir alle weg. Entschuldigung. Bin ein wenig verschnupfert. So. Okay, dann wird ich hier noch weitermachen. Dann geht jetzt die ganze Reihe bis hinter. Blablabla. So, habe ich denn eigentlich meine Axt? Tata ist sie ja. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen sauber. Wir nehmen schon hier hoch. So. Ja, schöpfen müssen wir noch.
Eimer ist schon draußen, sehr gut. Hier schieben wir es auch noch raus. So. So, und dann muss ja nochmal geschöpft werden. Wo ist denn der Eimer? Ach, da. Und auch nochmal hier. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf. Ein Hut anstatt ein alter Mann. So, zurück zur Seite ran. So, okay. Ja, die ganzen Objekte, die machen, die müllen auch bei mir gerade alles einfach nur zu. Oder dass am Ende auch wirklich was Sinnvolles drin ist, vor allem. Ja, das ist auch ein bisschen ärgerlich. So, das kommt erstmal weg. Ja, dann hämmern das hier nochmal ein bisschen rein. So, war jetzt der Weg hier. Dann machen wir auf der Ebene hier auf jeden Fall weiter. Okay. So. Ich glaube, dann hier auch hoch, dass wir dann da auf jeden Fall die Runde kriegen. Auch dann so gleich ganz runter oder gehen wir rüber? Ich glaube, wir gehen hier so ganz runter. Wir machen hier den hier. Ich überlege mal ganz kurz, wie wir das alles planen, aber ich glaube, das ist so der beste Weg. So. Können wir theoretisch auch nochmal hier einen zur Seite machen bei den Pilzis. Das ist ganz nice. Können wir noch ein bisschen expandieren. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mit den Wegen gemacht. Ja, das hier ist gerade so ein bisschen im Weg. Da muss ich mich auch noch so ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise vielleicht mache ich auch mal ein paar dieser größeren Fertiger. Beziehungsweise ich kann die auch hier mal entfernen. So viele Fertiger brauche ich zukünftig, glaube ich, eh nicht mehr. Ich kann theoretisch, habe ich noch die Sichel draußen? Nee, ha? Perfekt. So. Ich schicke das hier mal weg. Ja. Geht das überhaupt? Oh ne, es geht nicht, weil die Kante so ist. Okay, ne, aber meint. Dann lassen wir das so. Gut, soll ich hier noch bis rüber? Ja, komm, das machen wir einmal noch. So, machen wir noch ein paar mehr. Dong, dong, dong. Klack, klar. So. Da haben wir jetzt hier auf jeden Fall zum Großteil alles mit Wegen schon mal ausgebaut. Das ist ganz nice. Ja. Also schön ist es vielleicht nicht, aber es ist einmalig. So, habe ich noch einen Hammer draußen oder sowas? Ja. Da haben wir schon mal die kleinen Baumzipfelchen weg. So. Wo kann ich nochmal schöpfen? Hier. Da gehen wir nochmal hier hoch. So. So. Dann haben wir das hier soweit eigentlich schon mal erledigt. Theoretisch könnte ich vielleicht auch noch mit Holz so hochgehen, um das noch so ein bisschen visuell abzugrenzen. Aber das reicht soweit, denke ich mal. So. Ja, ist das mal erstmal so. Gucken, wie ich das oben noch weiter dann gestalte. Schauen wir mal. Ich muss erstmal gucken, wie ich wieder so ein bisschen Platz schaffe, denn bei mir ist alles wieder so ziemlich voll hier. Zum Beispiel das hier. Was ich mit den Säcken hier machen soll, weiß ich auch nicht so richtig. All is so ein bisschen im Beige. So. So, keine Ahnung. Ist hier eigentlich noch irgendwie was drin? Nee, hä? Hier mal fertig. Ich würde es so ein bisschen feiern, wenn hier das hier mal fertig wäre. Wie lange brauchen da noch, der Scheiß? Oh, es dauert noch ein bisschen. Na guti. Dann macht man hier ein bisschen schneller, ihr blöden Fertiger. Ja, da schmeißt man nochmal das fertige Zeug rein. Inklusive den Weg. Okay. Alles klar. Kann ich hier noch irgendwas reintun? Habe ich noch irgendwie was Milchmäßiges oder so? Nein. Okay. Kann ich hier was runter machen? Nein. Da
verkaufe ich jetzt hier einfach mal. Falls ihr im Hintergrund was rumbrüllen hört, das ist mein Freund. Ich weiß nicht, was gerade der Meinung, dass er alleine hier ist. Ich weiß es nicht. Der schreit hier gerade im Hintergrund rum die ganze Zeit. So. Gut, oh, ist schon, oh Gott, es ist schon fast 2 Uhr morgens. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Vermutlich dachtet ihr schon so, oh mein Gott, Jumei, pass auf die Uhrzeit auf. Und ich so, lalala, mir ist egal. Na, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was endlich mal gestaltet. Ich komme nicht sehr gut voran, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich muss mich da so ein bisschen mehr ranhalten. Oh. Hier, ich verkaufe auch ganz gerne hier mal die Setzlinge, ne? Die bringen auch ganz gut Geld. So. Oh, was die wieder rumschreien. Ich weiß gar nicht. So. Es lädt und es lädt und es lädt. So, okay. Ich glaube, heute ist das Pilzfest. Gucken wir mal. Das war doch heute, oder? Ja. Da werden wir wieder dran teilnehmen. Ich glaube, ich werde wieder gewinnen. Ich gebe mir auch Mühe, das dann immer relativ gut über die Bühne zu kriegen. Das, oh, jetzt rumpft es doch ganz schön. Ich gebe mir immer Mühe zu gewinnen. Das Preisgeld ist auch mal ganz nett. Wobei ich jetzt, glaube ich, auch durch die Settlinge ganz gut verdiene. Wir haben schon eine 250.000 zusammen. Schauen wir da mal, ne? Ich muss mich das sagen. Ich komme hier gar nicht durch. Bro. Machen wir mal hier alles mal ein bisschen weg. Muss manchmal auch sein. Man muss sich ja auch mal so ein bisschen befreien hier, ne? So. Zack. Okay. So, hier ist halt auch erstmal nichts fertig, wie es mir scheint. Na gut. Hier irgendwas? Nee, wir können auch nichts ernten. Gut, da kümmern wir uns trotzdem erstmal um die Tiere. Oh, ihr wollt alle geschoren werden. Echt jetzt? Na gut. Also die Tiere brauchen erstmal die volle Aufmerksamkeit heute, befürchte ich. So. Bäh. So, Billy, du auch. Schiki. Zelda, so. Alle wollen jetzt hier heute geschoren werden, ne? Oh je. Und meine Tasche ist voll, das ist ja ganz wunderbar. Ha! Muss ich gucken, dass ich hier so ein bisschen Platz mache, ne? So. Schauen wir mal, ne? Ihr dürft jetzt gleich auch erstmal alle rausspielen. Ding, 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 dong. So. Ein bisschen was verkaufen möchte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Da war gestern kein Platz mehr in der Kiste. Gucken wir mal kurz. Das und das. Jetzt auch noch das. Melone möchte ich gerne verschenken. Ne? Das Holz können wir für mich jetzt auch noch verkaufen. Hartes Bauholz. Nee, das behalten wir. Oh, Shiitake könnte ich auch sehr gut verkaufen. Aber klasse ist. Okay, kann ich hier noch in die Kiste irgendwas reintun? Ist da noch irgendwie Platz? Ja, ein bisschen. Ne? Oh, der Fuku kann auch noch rein. So. Man muss hier Platz machen, wo es auch nur geht. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Ach, ich kann generell noch mal ganz kurz meine ganzen Werkzeuge reintun. Was schreien denn die hier so rum? Entschuldigung. Ich weiß auch, mein Freund hat Besuch und er ist gerade ein bisschen laut. Oh, was haben wir denn hier? Na, oh la la. Boah, Riesensüßkartoffeln. Und normale Süßkartoffeln. Hui. Na, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Menge. Okay, cool. Da wird er schon mal die normale Süßkartoffel mal jetzt hier irgendwo mal so reinballern. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier, Spaß mit dem mal mit rein. Die riesige nicht, aber hier die normalen. So, der Rest hier sieht auch schon wieder zum Mitnehmen aus. So, machen wir mal. Hier, das braucht noch. Okay, wie sieht's hier aus? Ach, hier kann man auch schon die guten Matsutake-Pilzis mitnehmen. So. Was gibt's hier noch? Ding, ding. Oh, ist auch schon voll, ne? Leer, meine ich. So. Was füllen wir denn hier gleich nochmal, ne? Machen wir einfach 10 rein und fertig. So. Shimichi. Und hier haben wir noch ein paar Matsutake. Können wir da ein paar Pilze verkaufen. Die bringen halt eben auch echt super Geld. So, was haben wir denn jetzt hier? Alter. Die sind echt nice, ne? Die mag ja auch Eerie ganz gerne. Damit kann ich ihn auf jeden Fall hundertprozentig bezürzen. Soll ich mal ein paar verkaufen? Ein paar Champignons vielleicht. Und hier auch mal ein paar.
Und noch ein paar mehr Champignons. So. So. Das müsste reichen erstmal. Oh Gott, die kann man auch wieder ernten. Ich nehme das Ernten des Grases, also das Futter ist auch sehr ernst, ne? Im letzten Winter hat es knapp nicht gereicht. Ich glaube, dieses Mal übertreibe ich es vielleicht ein bisschen. Sollen wir mal gucken. Na komm. Nimmst du es? Sie will es nicht nehmen. Jetzt. So, schauen wir mal. Machen wir wieder schön voll. So. Oh, passt alles rein. Sehr schön. Wie sieht es denn hier aus? Oh, immer noch nicht fertig. Oh. Hier pumpt's. So, dann schmeiße ich hier nochmal das ganze Wollgeflecht rein. Ne? Die wollten ja alle geschoren werden. Ganz schlimm hier. So. Wenn ich so viel Geld habe, könnte ich auch mal fett Mode shoppen gehen eigentlich, ne? So, haben wir das fertig. Den Rest schmeiße ich einfach mal jetzt hier achtlos rein. Was hatte ich denn jetzt hier? Hä? Ich hatte doch gerade irgendwie einen Knäuel. Bin ich blind? Also ja, wahrscheinlich. Ach da. Oh. Ganz viel Alpaka. So, okay. Lass mal so. Können wir auf jeden Fall einiges auch verkaufen dann noch. So. Das kommt auf jeden Fall nochmal hier mit rein. Da, baba. Und das auch. Ah, und natürlich auch noch das Gras. Hier rein. Mal jetzt hier. Karottis. Flotti Karotti. Ist alles voll mit Fliegen gerade bei uns in der Wohnung. Was draußen so gewittert, sind jetzt alle reingekommen, glaube ich. Super nervig. So. Alles klar. Haben wir hier auf jeden Fall unser Soll getan, würde ich mal fast behaupten. So. Kaufen wir mal die ganzen Pilze, ne? Oh, das bringt ordentlich Asche. Pilze sind echt nice. Oh, kann man mal machen, ne? 123? Wahnsinn. Dann machen wir gleich nochmal, warte mal, da gehe ich gleich nochmal Setzlinge holen. Die züchte ich auch gerade. Und die Setzlinge bringen an, nämlich auch super viel Geld eigentlich. Mii. So. Alles klar, sind wir hier auch schon durch. Oder? Sind wir? Ich weiß es gerade gar nicht. So, mit der Frau ist noch zum Spielen. Muss ich ein bisschen beeilen, weil, wenn ich gucke auf die Uhrzeit, das Pilzfest wollen wir noch schaffen. Na ihr? Ich mache mal ein bisschen schneller. Ich knuddel die offscreen immer. Jetzt gerade möchte ich mir die Zeit aber nicht nehmen. So. Bock, bock. So. Na komm. Dankeschön. Ding, 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 dong. So, dann viel Spaß euch noch. Schmeißen wir noch rein. Hier noch. Oh ja, die schlechte Milch könnt ihr gerne rein. Nö, die Eier, nehmen wir die hier. So, dann machen wir noch ein bisschen Joghurt. Dann machen wir noch ein bisschen Butter. Dann sind wir auch schon durch hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Pilzsammelfest, I guess. Schnell, ich nehme schon spät. Pilzjagd hieß es, glaube ich. Gucken wir mal. So, jetzt sind alle Pilze schön versteckt. Das hast du geschwind erledigt, Mikey. Ich danke dir. Jui, die Pilze. Also freut er sich auch schon total auf dieses Fest dieses Jahr. Das tut er in der Tat. Oh, ich kann mir die Freude im Gesicht meines jungen Herrn schon vorstellen. Nice. Ah, sei gegrüßt, Yumi. Wirst du auch an der Pilzjagd teilnehmen? Solltest du den Drang verspüren, Pilze zu sammeln? Dann sprich mit mir und ich werde dir helfen. Okay, wir quatschen erstmal alle kurz voll. Wieder so ein bisschen so Freundschaft sammeln. Ihr wisst schon. Schauen wir mal. So, wo seid ihr? Alle erstmal schön zuquaken, um ein paar Freundschaftspunkte zu sammeln. Das Übliche halt so, ne? Hi. Hallo, Bridget. Na, bist du ganz alleine?
So, hallo, ihr Damen. Wow! Ah, na los, ich bin gespannt, was du, wie viel du finden wirst. Würde mir Eschepilze jagen, hätte ich als Ranger den klaren Vorteil. Ah, tu mir aber nicht. Bebe. Oh, jetzt wieder so warm. Wer macht mit? Ich bin auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie gewinnt. Oh, du bist so süß. Lars ist schon ein Cuter. Ich genieße lieber die Atmosphäre, es mitzumachen. Daher habe ich beschlossen, alle dieses Jahr anzufeuern. Das ist aber nett von dir. Ich werde mich großartig amüsieren. Hoho, jaha. Alle haben ihren Spaß, also warum sollte ich sie aufhalten? So, Miseki, hast du keinen Spaß? Ich werde euch Jungspunden schon zeigen, wie man Pilze richtig findet. Hi. Entschuldigung, ich höre schon auf. Ich werde Manuela gewinnt. Oh, ohne die Pilzjagd, das ist einfach nicht richtig Herbst. Raoul ist darin viel besser als ich. Ach, bei der Jagd auf Pilze kommt es auf eine Sache besonders an. Dynamische Sehschärfe. Glaubst du nicht? Schlag den Begriff mal nach. Okay, was? So, ich mach da ganz kurz an die Eerie, ist hier in der Mitte. So. Ja, wo gewinnen wird? Ach, die Regeln sind ganz einfach. Du musst nur alle Pilze aufsammeln. Okay, los geht's, du setzt zu. Ich bin bereit. Puh. My body is ready. Ich muss die großen Pilze sammeln. Meiner. Meiner. Meine. 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 Oh, ich glaube, ich führe ganz schön dolle. Hihi. Ihr Doofies. Ich komme nicht weiter. Ach, da. Manchmal spawnen die vor mir einfach so. Die trauen sich ja was. Coolste Musik überhaupt. Na komm. Super easy. Gibt's doch irgendwo was? Ich geh mal weg hier. Ich bin hier Pilzsammelkönigin. Ich finde nur gerade nichts Gutes mehr. Ich glaube, das war schon alles. Ich kann noch ein paar kleine Punkte machen. Ah, oh, Zeit ist eh rum. Kleine Punkte. Juhu! Ich habe 10.000 G bekommen. Immerhin. Und gewonnen. Vielleicht bringt das ja irgendwie was an Reputation. Ich habe die Ehre, den Gewinner unseres grandiosen Fungusjagd zu küren. Yume! Mein herzlichen Glückwunsch, Yume. Applaus, bitte. Ich hoffe, ihr hattet dieses Jahr alle viel Freude an unserer Pilzjagd. Auch ich wollte unbedingt herausfinden, wo sich die Pilze verstecken und begab mich alleine auf die Suche. Ich durfte freudig feststellen, dass die Pilze sehr sorgfältig verborgen wurden. Leider muss alles Schöne irgendwann ein Ende finden. Das gilt auch für unsere Pilzjagd. Hiermit erkläre ich unser Fest für beendet. Ich danke euch allen vielmals für eure Teilnahme. Oh, Dankeschön. Wunderbar. Das lief ja super. Aber duper. So. Pilzsucherin. Ich habe schon einen neuen Titel bekommen. Krass. So, dann würde ich nochmal das hier nochmal mit einstecken. Davon auch nochmal eins einstecken, denn Kakao war bestimmt dabei. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Windsee. Seewind? Windsee, glaube ich. Hallo, Windsee. Und plane noch mal mit ein bisschen. Noch ein paar Geschenke verteilen. Ihr wisst schon. Hallo. Howdy. Ja, kriegst du eine Kaffeepackung. Na, das mag ich gern.
macht sie gleich, passt auf. Oh nee, haha, das war schon am liebsten. I'm so sorry. Hallo, auch am Essen fleißig. Hier, Albowl, nur für dich. Meine Güte. Bitte, bitte. So, noch zu guter Letzt nochmal Nieren, dann sind wir hier auch schon durch. Da kriegt seine ganz tollen Chili-Garnelen. Neil! I got something for ya. Oh, das verschenkst du so einfach? Danke. Hier, sie haben mögt ihr mich. Oh, Damon, ganz oben. Aber mit Damon denn und so bin ich zusammen, oder? Beziehung läuft gut, Beziehung läuft gut, Beziehung läuft gut. Okay. Unsere Beziehung läuft gut. Ach ja, mit Blair bin ich auch noch zusammen. Felicia, mit Felicia könnte ich aber auch langsam zusammenkommen, oder? Sie mag Pasta und Meeresfrüchte, vor allem Pescatore. Okay. Hm? Läuft noch hier. Haha. Irgendwann werden mich alle lieben. Hoffe ich. So ein bisschen. So, zu besonderen Ort reisen. Ne, wir gehen zum Hof. Oh, jetzt auch wieder so warm. Habe ich schon erwähnt, dass mir warm ist. Gut, dann schau mal auf die Uhrzeit. Oh ja, da bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, You May Let's Play The Story of Seasons. Pioneers of Olive Town. Danke fürs Zusehen und ciao.